Hallo zu einer neuen Ausgabe Innsbruck aktuell. Ich bin Denise von und zu Näher und wir sind heute hier in der kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck im traumhaften Riesensaal. Innsbruck wählt. Zu Beginn unseres Magazins treffen wir uns wieder mit einem Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl 2012. Der Termin für die Gemeinderatswahl in Innsbruck rückt immer näher. Bei mir steht Herr Helmut Gritzinger vom Tiroler Seniorenbund. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit nehmen. Gerne, habe ich gerne gemacht. Am 15. April ist es also soweit. Mit welchen drei Themen möchten Sie denn bei den Wählern punkten? Ich möchte das Thema Geriatrie in etwas mehr in den Mittelpunkt rücken. Wir werden uns auch bemühen, dass ein Lehrstuhl für Geriatrie geschaffen wird. Wir werden uns über die Sicherheit, mit der Frage Sicherheit beschäftigen in Innsbruck. Und wir werden uns auch mit einer Frage wie zum Beispiel Wohnen, dass man doch ein faires Verhältnis schafft zwischen Einheimischen und Zuwanderern, damit die Leute auch Chancen haben, deren Familie hat, ein Einheimischer, eine städtische Wohnung zu erhalten. Deswegen sage ich, die drei Themen wären es. Und natürlich würde ich auch dafür sein, dass man endlich Angriff nimmt auf das Altersheim am Hofgarten, dass man das baut. Wir brauchen sicher dieses Altersheim und diesen Platz möchten wir absolut nicht missen. Der liegt zentral und da legen wir größten Wert, dass der ältere Mensch die Möglichkeit hat, im zentralen Bereich zu leben, aber auch im Hofgarten spazieren zu gehen und dergleichen mehr. Mit welchem Ergebnis möchten Sie bei der Gemeinderatswahl abschneiden? Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Ergebnis abschneiden, dass man das Mandat eines Stadtrates erhaltet. Dann kann man mitreden, dann ist man in der Stadtregierung und kann richtig auch Entscheidungen dort herbeiführen. Mit welchen Koalitionspartnern käme eine gemeinsame Regierung in Frage und wer wäre für Sie ausgeschlossen? Ausgeschlossen ist vorerst niemand. Es kommt auch auf den Wahlkampf drauf an. Wir werden gerne Gespräche führen, auch mit anderen. Allerdings unterscheiden wir uns gewaltig von einigen Gruppierungen. Ich würde sagen, das kommt auf die Verhandlungen an, die wir führen werden. Welchen Koalitionspartner und wen wir ausschließen, bitte diese Frage etwas später an mich zu richten. Sollten Sie Stadtoberhaupt werden, was würden Sie als erstes in Innsbruck ändern? Dann würde ich versuchen, unsere Vorstellungen und meine Vorstellungen über die Sicherheit, über die Lebensqualität der Stadt zu verbessern und die würde ich dann auch verwirklichen. Damit bedanke ich mich für das Gespräch. Gerne, habe ich gerne gemacht. Innsbruck aktuell, dieses Mal in der Hofburg. Hier im Hintergrund sehen wir einen zusammenklappbaren Reisethron, gern verwendet von Maria Theresia. Ja, heutzutage braucht man einen zusammenklappbaren Reiseföhn, damals war es halt der Thron. Nicht mehr lang hin bis zum Wahltermin. Am 15. April wissen wir um die genaue Zusammensetzung des Innsbrucker Gemeinderats. Was gibt's Neues von den Parteien? Das sehen Sie wie immer jetzt in unserem Tagebuch. Offizieller Wahlkampfauftakt der Innsbrucker FPÖ. Vor den Türen wird demonstriert. Das ist ein Wahlkampfritual, das gehört dazu, das muss man ertragen. Schauen Sie, das sind die Linkslinken. Ich würde, wenn ich heute in der Stadt was zu sagen hätte und wenn ich Politik machen könnte, schauen, dass die Arbeit hätten, dann könnten sie die Kraft fürs Arbeiten und fürs Pfeifen verwenden. Zur Wahlkampfunterstützung reist auch der Bundesobmann extra in die Tiroler Landeshauptstadt. Gustav Benz, der steht für Sicherheit und Kompetenz, denn in den letzten Jahren, was Innsbruck sozusagen erleben und erleiden musste durch eine schlechte Politik, durch schlechte politische Verantwortliche, das gehört aufgebrochen. Innsbruck braucht frische Kräfte mit neuen Ideen, viel Elan für die Herausforderungen, die nach dem 15. April auf die Stadt und die Bevölkerung zukommen. In vielen Fragen wie günstigeres Wohnen oder Sicherung von Arbeitsplätzen sind sich die beiden Herren einig. Zum Beispiel in der Ausländerfrage sucht August Penz einen teilweise gemäßigteren Weg. Die Freiheitliche Partei hat Freiheit in ihrem Namen. Wir sind eine offene, junge, erfolgreiche Partei und bei uns sind mehrere Meinungen zulässig.
Also das habe ich nicht erlebt, ganz im Gegenteil, denn August Benz und ich, wir sind voll und ganz einer Meinung in allen Fragen. Also ich habe noch keine Unterschiede gemerkt, ganz im Gegenteil. Erklärtes Wahlziel von August Benz ist ein Verdoppeln der Stimmen mit einem mindestens zweistelligen Ergebnis. Ein Frühlingsfest im Kongress Igels. Die Liste 1, Christine Opitz-Blörer für Innsbruck, will gemeinsam mit Wahlhelfern und Fans auf die heiße Phase im Gemeinderatswahlkampf 2012 einstimmen. Die Kernthemen sind inzwischen bekannt. Solide Finanzen, das ist einfach die Basis für jede Infrastruktur, die für die Kinder, für die Jugend, für die ältere Generation in dieser Stadt geschaffen wird. Und soziales Zuhause, das ist uns besonders wichtig. Ich denke, wir brauchen für die ältere Generation, wir brauchen aber auch zum Beispiel für Studierende entsprechende Möglichkeiten in dieser Stadt. Und das ausgewogen in den Stadtteilen zu leben und zu verankern, das ist uns ganz besonders wichtig, vor allem für die ältere Generation. Älter werden im Stadtteil, das ist unsere oberste Priorität. Der Countdown läuft, am 15. April wird gewählt. In einem vollen Stadtsaal führen die TT-Chefredakteure Mario Zehnhäusern und Alois Farner durch das TT-Forum zur Gemeinderatswahl 2012 in Innsbruck am 15. April. Die 6 Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Innsbrucker Gemeinderat vertretenen Fraktionen stellen sich den Fragen der Chefredakteure, des Publikums und Online-Fragen. Vereinzelt war auch eine Amerikanisierung im Wahlkampf spürbar. Die Spitzenredakteure der Tiroler Tageszeitung führen aber souverän und gekonnt durch den Abend. Rund 2,5 Stunden wurde zwischen den Politikern und dem Publikum diskutiert. Die Themenvielfalt ist umfangreich. Noch spannender ist es laut der jüngsten TT-Umfrage, die wir am Samstag veröffentlicht haben, was die Listen betrifft. Für Innsbruck liegt bei 22%, nur knapp vor den Grünen mit 21%, der ÖVP mit 19%, die SPÖ auf Platz 4 derzeit mit 16%, dahinter die Liste Federspiel 11 und die FPÖ mit 6%. Ich würde mit Ihnen gerne beginnen, Frau Bürgermeister. Machen sich diese neuesten Entwicklungen bei den Umfragen, machen Sie die nervös? Worauf können sich die Innsbrucker und Innsbruckerinnen einstellen, wenn sie gewählt werden? Und was erwarten Sie sich von der Wahl? Ich darf zuallererst einmal einen schönen guten Abend wünschen und freue mich sehr, dass die Tiroler Tageszeitung diese Diskussion heute organisiert hat. Wir freuen uns, und da kann ich, glaube ich, alle Kandidatinnen und Kandidaten auch mit einschließen auf eine spannende und rege Diskussion. Um das zu präzisieren, Herr Dr. Platzkummer, Sie sind also Herr Schwarzer. Ja. Gut. Seit wann? Seitdem ich auf der Liste der ÖVP kandidiere. Vielleicht zu dieser Farbenlehre. Ja, ich weiß eigentlich nicht, wer jetzt gelb und wer jetzt schwarz ist, weil es ist ja bitte auch die Frau Bürgermeisterin im Landesparteivorstand und im Stadtparteivorstand der ÖVP. Also die Farbenlehre von gelb und schwarz ist schon etwas seltsam und ich denke, da muss man schon auch einmal klar darüber nachdenken. Die einzigen Roten sind wir im Übrigen in der Stadt. Und ich verweise nur auf eine Zahl aus der letzten Wahl im Jahr 2006, da hat die ÖVP gemeint, mit dem Vizebürgermeister Sprenger, wie gut sie liegen. Die sind dann fürchterlich abgestürzt und der Federspiel, der so schlecht gelegen ist bei 1,5%, hat dann 9,4% gemacht. Also Vorsicht mit Umfragen, wählen ist besser, Liste 5 ist ein Garant dafür. Das erwarte ich mir von Politikerinnen und Politikern. Wir müssen ehrlich und anständig sein und bitte nicht diesen Sumpf, der momentan stattfindet. Was haben die Wählerinnen denn nun von Ihnen zu erwarten und was erwarten Sie sich um im Umkehrschluss von dieser Wahl? Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben parteipolitischen Hickhack satt. Ich stehe für Sachpolitik. Bei mir kommt die Sache. Ab Montag, 2. April, können Sie den ersten Teil des TT-Forums im Sondermagazin TT-Studio sehen. Ab Mittwoch erfolgt der zweite Teil des TT-Studios zur Gemeinderatswahl 2012. So war früher eine kaiserliche Tafel gedeckt. Ganz schön viel Deko. Das war allerdings nur die Desserttafel. Damals hat es zwischen 9 und 13 Gängen gegeben. Ist die Innsbrucker Bürgermeisterfrage schon am 15. April geklärt? Das kann man derzeit noch nicht sagen. Sollte kein Kandidat mehr als 50% haben, gibt es in zwei Wochen später dann eine Stichwahl zwischen den zwei bestgereihten Kandidaten. Mehr Fakten zur Innsbrucker Gemeinderatswahl sehen Sie jetzt.
Bürger ab 16 Jahren können vom Stimmrecht Gebrauch machen. Für jene, die am Wahltag ihre Stimme nicht im Wohnsprengel abgeben können, besteht die Möglichkeit, eine Wahlkarte für die Briefwahl zu beantragen. Und zwar im Internet unter www.innsbruck.gv.at/Wahlkarte. Per Post oder persönlich im Wahlkartenbüro im Rathaus Innsbruck. Ein Traum in Rosa. Das hier ist das Original-Toilettzimmer von Kaiserin Sissi. Hier wurde relaxed, geschminkt, gepudert, frisiert. Leider war sie nicht oft da, vermutlich nur dreimal zur Durchreise nach Meran zur Kur. Unsere Reise endet hier. Das war's von uns. Anregungen, Wünsche, Tipps gern an innsbruck@tiroltv.at. Das nächste Magazin nächste Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.